Herzlich willkommen zur nächsten Time and Eternity Episode. Ich bin Soeho für WePlay Games for You. Und wir sind auf der dritten Insel angekommen und müssen jetzt erstmal schauen, was hier überhaupt Sache ist. Sind wieder ein bisschen mit Toki unterwegs, hatten ja gerade ein Level-Up bei dem letzten Boss. Und ja, hier oben ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste, die holen wir uns. Also sie sagt, sie ist schockiert darüber, dass so gewalttätige Leute da draußen sind. Wie die Assassinen. Oh, wer bist du denn? Ich kenne mich noch gar nicht. Clips. Okay, der braucht relativ lang, der Zauber, muss ich sagen. Okay. Das ist ganz schön krass, muss ich sagen, was der hier so abzieht. Wollen wir den mal totzaubern hier. Verrückter Kram, Mensch. Gucken, was hier noch kommt. Nächster Golem. Das wäre so ein alter Golem scheinbar. Hier kommt Flip einfach. Und mal gucken, was jetzt noch kommt. Oh, das war's schon. Okay, ich dachte, da wäre noch einer. Okay, dann halt nicht. Da oben ist wieder eine Kiste. Und vorne. Er sagt, dass die Soldaten in letzter Zeit weniger von diesen Assassinen mitbekommen hatten. Sehr seltsam. Wenn man mich fragt. Da ist ein Herz auf der Map, was da immer das bedeuten mag. Ist wieder irgendein Event oder sowas. Lass mal hier so einen komischen Vogel wieder. Sind wir gut ausgewichen, definitiv. Nein! Boah, macht das Schaden. Ach du Kacke, Mann. Das macht richtig viel Schaden. Der Mist. Da sollte man sich nicht zu oft von retten lassen. Und noch so eine. Man tötet mir ihn gleich. Weg mit dir. Gar nichts mit zu tun haben. Oh, kriegen gleich mal Bonus-EP. Verrückt, verrückt, verrückt. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine Kiste. Pfeffer, was wollen wir denn mit Pfeffer? So, mal gucken wir mal. Hier ist so ein Herz, was auch immer das bedeutet. Okay, das gehört zu Tova, also können wir hier nichts machen, oder wie? Okay, müssen wir also warten. Das ist ein Event für Toba und naja, müssen wir warten, bis wir halt mit der Toba unterwegs sind, damit wir das machen können. Origami-Pfeffer. Was auch immer. Ich weiß nicht, wie lange es halt noch dauert bis zum Level-Up. Ich würde das schon ganz gerne sehen. Ehrlich gesagt. So, das sind wir gut ausgewichen. Das war auch bitter nötig irgendwo. Ich glaube, wir heilen uns auch gleich mal lieber. Aber irgendwie habe ich keinen Bock, dann an den Scheiß da noch drauf zu gehen. Noch sind wir ja noch nie gestorben. Das soll am besten auch so bleiben. So. Ich glaube, jetzt kriegen wir ihn tot. Ja. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Wieder so ein normaler Golem. Tot machen. Weg mit dir. Ich hätte mal gerne wieder ein Level-Up, damit wir mit der Toba da hingehen können. Können wir mal gucken, wie viel steht das irgendwo, wie viel EP wir noch brauchen? Boah, wir brauchen noch 400 oder so. Circa 400. Das ist doch ein bisschen was. Gucken wir mal hier außen rum. Ob hier irgendwie was ist. Ich denke, kann man ja. War ja ziemlich beim Eingang, also wenn wir uns dann verwandeln, können wir da ja hinporten oder so.
töten wir den erstmal, der nervt nämlich. Der ist nur so ein kleiner Pups im Gegensatz zu dem, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Jetzt tötest du den Drache, oder was? Geht denn ab hier? So. Was ist denn das? Achso, das ist so ein Vogel wieder. Den habe ich schon wieder vergessen gehabt. Also hier auf der Insel scheinen alle Gegner zu kommen, die vorher auch schon da waren. Sehr interessant auf jeden Fall. So. Tingel, tingel, tingel. Da ist ein Wegpunkt. Sehr gut. Da oben ist noch so ein Herz. Vielleicht ist das dann was für Toki. Aber bei meinem Glück, wenn wir jetzt durch den Kampf hier das Level up bekommen, können uns dann nur eins von beiden angucken. Quasi. Das war knapp. Na gut. Töten wir ihn erstmal. So, ein Golem. Oh man, kaputt. Haben wir ja genug Punkte. Genug Special-Punkte. So, oh, wieder so einer. Sehr cool. Ist uns aber relativ egal, weil wir ihn eh einfach töten. So, lass mich raten, Level Up. Ah, noch nicht. Doch, Level Up, war klar. Okay, jetzt habe ich einen Donner Atem noch gelernt, der Drache. Wir wechseln. Super cool. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber vielleicht ist das ja auch ein Toba Event. Da vorne ist auf jeden Fall auch ein Karnickel. Hamster Ding. Holen wir uns erstmal den. So. Jetzt haben wir in allen drei Gebieten so einen Hamster gefunden. In allen drei Inseln, aber es sind ja 7 Hamster, die wir finden müssen. Das ist so ein bisschen beunruhigend, wenn ich ehrlich bin. So. Töten wir ihn erstmal. Hat uns aber auch getroffen, der Sauhund. Und das ist so einer von diesen Zauberern, die wir töten sollen. Okay. Machen wir den erstmal kaputt. Oh, der hat das überlebt, Mann. Was geht denn hier ab? Oh, okay. Der hat richtig Damage gemacht. Verrückter Kack. Gefällt mir jetzt irgendwie nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber der erste von denen, den wir töten sollten. Okay, okay. Brauchen wir noch 4 von denen auf jeden Fall. Lass mal um jetzt hier die Kisten und den Wegpunkt. Und gucken, was denn Liebes-Event das davon ist. So. Silberbarren oder Silbererz. So, gehen wir den Wegpunkt als erstes holen. Das hatten wir schon geholt, okay. Kann mich daran erinnern. So, gehen wir mal hier den Punkt abchecken. Den Eventpunkt. Oh, hier wieder so einer von der Sorte. Oh, das ist jetzt immer zu früh ausgewichen, ey. Müssen wir uns erstmal heilen hier. Man sieht halt nicht so wirklich, was er gerade macht. Das ist ein bisschen uncool. Okay, er ist aber tot. Nur ein Golem, alles klar. Also diese Zauberer sind schon übel. Definitiv. Dann kommen wir Zauber in den Tod und Gutes. Und was haben wir jetzt noch? Nochmal ein Zauberer.
Oh nein, er greift an. Bisschen ungut. Zack, zack, zack. Oh, er greift wieder an. Das war knapp. Aber wir sind ausgewichen, das ist das Wichtigste. So, tot ist er. Haben wir wieder zwei Stück kaputt gekriegt. Perfekt. So muss das. Definitiv. So, gucken wir mal. Hier ist bestimmt ein Toki-Event 100 Pro. Das war so klar. So klar. So. Gehen wir mal hier gerade eine Runde im Kreis noch. Ja, ja, Kampf ist sie schon. Das war schon mal gut. Das war auch gut. Weg mit ihm. Oh, ein kleiner wieder. Weg mit dir. Brauchen wir nicht mehr. So, was kriegen wir zum Schluss? Ein Vogel. Okay. Der kann ja eigentlich nichts. Zack. Boah, der ist tot. Perfekt. Weiter geht's. Oh, ein Zauberer. So. Sind wir gut ausgewichen, denke ich. So, er ist tot. Kommen aber noch zwei. Noch einer, okay. Von der Sorte. Okay, da hat er uns geblockt diesmal. Wenn wir warten müssen, bis sein Angriff abgelaufen ist. Okay. Umschießen hier den Kali. Gucken, was jetzt noch kommt. Noch einer, okay. Drei hintereinander von der Sorte. Schön krass. Oh, tot ist er. Das war ganz gut, denke ich. So, weiter geht's. Mal gucken. Okay, wir brauchen noch 1200 EP. Das heißt, wir könnten eigentlich noch versuchen. Okay, hier geht's gar nicht rum, oder was? Einfach mal versperrt der Weg. Auch nicht schlecht. Müssen wir da außen rum. Wir könnten aber jetzt erstmal zu dem Anfangsevent gehen, bevor wir jetzt wieder einen Level-Up haben. Denke ich. Dann kriegen wir vielleicht direkt beide Events mit. So. Die machen im Prinzip denselben Zauber wie der Spellcaster. Allerdings braucht er halt viel länger, um das aufzuladen. Schon interessant. Zack, zack, zack. Und ich dachte eigentlich, ich töte ihn noch rechtzeitig. Dem war aber wohl nicht so. Na gut, dass wir das geheilt haben. Sonst peinlich enden können. So.
Der ist tot. Gucken, was jetzt noch kommt. Noch so ein Vieh. Nehmen wir den direkt weg. So. Normalerweise müssten wir auch bald die 400 GP zusammenbekommen. Dass wir irgendwie von einem von beiden was beibringen können. Gehen wir erstmal zu dem Warp-Punkt. Und gehen zurück, um das Event mit Tova zu starten. War hier vorne irgendwo. Oh, ein Vogel. Der ist tot. Gucken, was jetzt kommt. Oh, so ein Dicker. Aber den machen wir gleich kaputt. Gucken, was jetzt noch kommt. Nochmal ein Vogel, aber da ist auch geschissen drauf. So. Alles weggemacht. Aber wenn ich überlege, wir brauchen ungefähr 10 Kämpfe oder so, dann hat man einen Level-Up. Das ist jetzt, also 10 solcher Kämpfe. Das ist jetzt eigentlich nicht die Welt. Wenn ich ehrlich bin. Oder vorne war ja noch ein Wegpunkt. Haben wir den überhaupt aktiviert gehabt? Okay. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wie auch immer. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier zu dem Ding. Geradewegs. Gucken wir mal. Oh, der Drache sagt, er ist hungrig. Was ist los? Hast du Hunger? Sind hier bei den ganzen schönen Blumen und du hast Hunger. Ich wette, hier an diesem Platz essen wird alles noch besser schmecken. Okay, machen sie wohl eine kleine Pause. Okay, sie sagt, das ist nichts Besonderes, aber sie hat ein bisschen was an Essen zur Reisenahrung quasi mitgebracht. Oh, das war gut. Ich liebe frisches Essen. Oder Essen an frischer Luft vielmehr. Also sie sagt, das Essen war zwar ein bisschen salzig, aber egal. Stimmt, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es gut war. Jetzt hätte sie gern was Süßes. Oh, ich glaube, ich hab da was. Na, was sucht sie denn? Hat sie was gefunden? Eine Blume, die mit Honig gefüllt ist. Oder Nektar. Okay, also wenn man das trinkt, dann wird man wohl dick. Aber wie auch immer, eine Tasse davon scheint ein guter Nachtisch zu sein. Oder riecht wohl auch sehr gut. Er fragt sich, ob das auch für Drachen zählt, mit dem Gewicht dazulegen. Oh Mann, oh Mann. Er kann es nicht mehr zurückhalten, er muss jetzt essen. Du wirst fett. Denk dran. Oh je, was passiert jetzt? Das wird ja was. Süß, lecker, sagt er. Oh je, der Drache, der wird wahrscheinlich kugelrund. Ihn scherzen, ob er ein bisschen Gewicht zulegt. Das ist auf, ist es auf jeden Fall wert. Du machst es jetzt, sieht so lecker aus. Also sie sagt, sie kann es nicht trinken, wenn es so viel Gewicht zulegen würde. Kann er drüber aufhören, drüber nachzudenken. Wird wohl wirklich selbst gern was trinken. Okay, also ich trinke einfach weiter, oder, ja,
soll man lieber damit aufhören. Lassen wir das mal besser. Scheinbar schämt sie sich, das in vor uns halt zu trinken. Soll lieber mal weggehen. Sie wundert sich, warum wir gehen. Jetzt kann sie also scheinbar. Oh, jetzt ist sie weg. Vielleicht habe ich auch das Falsche ausgewählt. Okay. Oh nein. Er sagt, er muss auch für sicherstellen, dass sie jetzt sicher ist. Vielleicht sollte er doch mal lunzen. Sie kann nicht mehr aufhören zu trinken, okay, weil es so lecker ist. Das ist nicht gut. Er ist froh, dass er meine Seite von Toba sieht, der normalerweise nicht sieht. Er dankt der Blume. Okay, ein Bild wird wohl freigeschaltet. Wir können das uns im Titelfenster ansehen. Die Liebe von Toba hat sich um 15 erhöht. Okay. Eigentlich wollte ich aber was mit Toki anfangen. Das ist nicht so gut. Wie dem auch sei. Beim nächsten Level-Up machen wir das ja wieder weg. Indem wir ja das andere Event dann machen. Falls du das dann nicht versaubeutelst. Ja, ja, du Kackvieh. Kannst doch gar nichts, mach sie aber einen auf Dicken, das mag. So. So muss jetzt kommen. Oh, so einer. Und wieder so ein normaler Golem. Mal gucken, ich glaube, das war zu früh. Ja, wird laufen. Jetzt aber. Weg mit dir. Alles klar. Oh, ab zum Wegpunkt. Und wieder darüber. So, hier ist dann noch das. Wie viel EP brauchen wir dann noch? 400 wieder. Sollte ja relativ fix gehen. Dann checken wir gerade mal hier drüben noch den Gang. Okay, das ist dann nur so ein Kreis-Ding. Da brauchen wir also nicht lang gehen. Können wir hier wieder außenrum. Dann können wir eigentlich schon mal Richtung von dem Event tingeln. Weil wir sollten ja dann auf dem Weg dahin ein Level-Up haben. Denke ich, zumindest. So. Jetzt sind wir ausgewischt. Jetzt können wir angreifen. Oh, da waren wir nicht rechtzeitig mit dem Töten. Aber wie dem auch sei. Noch einer von der Sorte. Töten wir den auch weg. Gucken, was jetzt noch kommt. Noch so einer. Drei Folge ist schon heftig von denen. So, weg da. Und totzaubern. Aber ich glaube, der überlebt ja einen. Bisschen blöd. Müssen wir nochmal machen. Weg mit dir. Perfekt. Nur einen Kampf noch, dann müsste man Level-Up haben. Da sollten wir vielleicht schon mal gucken, ob wir irgendwie die 400 zusammen haben. Oh, wir haben die tatsächlich zusammen. Okay. Oh, das sind leeren Zauber. Was ist das hier?
Das erlaubt uns mehr Kampfskills zu lernen. Und das hier ist Nahkampfangriffe. Ich glaube, wir nehmen dann mal das hier. Ich würde gerne diese leeren Zauber haben. Müssen wir ja dann quasi im nächsten Level OP bekommen. Machen wir hier mal eine Runde mit einem Kampf. Weil der ist noch keiner verfügbar. Aber jetzt. So. Perfekt. Müssten jetzt genügend Gegner nur da sein für das Level Up. Sieht ganz okay aus. So. Erstmal ausweichen und tot zaubern. Gucken, was jetzt noch kommt. Noch so ein kleiner Golem. Und weg mit dir. Komm. Oh, hat's gereicht oder hat's nicht gereicht, jetzt die Frage. Okay, es hat gereicht. Okay, Toba hat diesen Eclipse-Zauber gelernt dadurch. Und der hat den Erdatem gelernt. Sind jetzt schon Level 9 mittlerweile. Geht doch alles in allem ein bisschen schneller, als ich anfangs vermutet habe. Gucken wir mal. Nächstes Liebes-Event-Ding. Also sagt die, der Luftzug fühlt sich gut an, sagt sie. Geht immer noch um den Luftzug. Und über den tollen Ausblick. Das ist der perfekte Platz für eine kleine Pause. Oh, stimmt was nicht? Ob wir erst den ja, Strand erreichen sollten irgendwie. Ihm ist es egal, Hauptsache er ist mit ihr zusammen quasi. So fantasiert er über den Strand. Jetzt wie Toki im Wasser spielt. Eieiei, was der für eine Vorstellungskraft hat hier. Ist schon klar. Wie er sich freut, ey. Warum er so eine komische Fresse zieht, fragt sie. Ist sie unheimlich? Nix, nix. Du hast immer noch so viel Energie, ich bin total erschöpft. Jetzt überlegt er, wird ganz zum Strand gehen, aber Toki sieht sehr erschöpft aus. Oh, so ist wahrscheinlich die Frage, sollten wir hier uns ausruhen oder zum Strand gehen? Ich würde sagen, wenn sie erschöpft ist, dann bleiben wir natürlich hier. Sollen vermeiden, uns selbst zu hart zu pushen. So, du willst also hier ausruhen. Ja, machen wir das. Sie will sich hinlegen. Jetzt geht's wieder um die kühle Brise. Er sagt, ihm ist nicht so kühl. Ihm wird eher heiß. Ja, klar. Er hat die perfekte Aussicht, sagt er. Er sagt, du hörst dich so an, als wärst du außer Atem. Muss der Schöpfer gewesen sein, als ich gedacht habe.
Ich muss meine Atmung unter Kontrolle bringen. Jetzt hält er die Luft zu lange an, um das wieder unter Kontrolle zu bringen. Fragt, ob es alles in Ordnung ist. Oh, ich hatte keine Ahnung, wie erschöpft du warst. Entschuldigt sich, dass es dir nicht vorher aufgefallen ist. Das ist wie der Himmel auf Erden. So, da ist die Liebe auch um 15 gestiegen. So, dann haben wir hier das Event auch geschafft. Dann würde ich aber auch sagen, enden wir die Episode an dieser Stelle. Bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.